Ich finde zunächst einmal den Slogan sehr gut, mach dich nicht zum Affen. Im Affen, einen Affen haben, da steckt ja schon mal die Intention drin, das hat irgendwas mit Alkohol zu tun, einen Rausch zu haben. Mach dich nicht zum Affen ist dieses Zurückversetzen in ein tierisches Gehabe, wo wir anscheinend irgendwie herkommen. Also es hat eine sehr hohe Aussagekraft. Einerseits, dass man durch erhöhten Alkohol nicht wieder redundant wird zu einem Tier, das man einfach einmal war. Zum Zweiten, dass man sich lächerlich macht. Also ich finde, dieser Slogan ist im Detail sehr aufschlussreich und er könnte gängig sein für den Jugendlichen, dass er sagt, mei, ich bin ja blöd, wenn ich mich zum Affen mache, also lieber gar keinen Alkohol oder wenn dann nur wenig. Ich denke, dass vor allen Dingen unsere Jugendlichen, vor allen Dingen unsere Schüler sehr aufgeschlossen sind, immer gegenüber etwas, was neu ist, was auch verboten ist. Und da muss derjenige oder diejenige angreifen, um den Schüler von diesem Weg abzuhalten, etwas zu probieren, was er nicht kennt oder was gefährlich ist. Das ist für mich einmal eine aufklärerische Wirkung, Drogenprävention. Es darf aber nicht die belehrende Wirkung sein. Und wenn es gelingt, das Erstere darzustellen, dann wird, denke ich, ein Jugendlicher empfänglich sein, dem gegenüber, dass er sagt, okay, ich brauche das nicht einmal probieren, es ist wirklich schädlich. Also Drogenprävention in den verschiedensten Facetten ist für mich ungeheuer wichtig. Es ist auch wichtig, dass man einen Drogenbeauftragten hat, der geschult ist. Dass er eben genau das macht, dass der Schüler so reagiert, dass er sagt, ich brauche das wirklich nicht. Und der Landkreis Tirschenreuth ist ja nicht nur ein Transitlandkreis, was die Drogen betrifft, vor allen Dingen Crystal Speed. Es ist auch ein Landkreis, in dem Crystal konsumiert wird, auch hergestellt wird. Also wir haben hier Bedarf und Drogenprävention absolut wichtig und richtig.